Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Hier ist gerade ganz schön viel los bei Linda und Alex und ich habe mich dazu entschlossen, diese Woche nochmal Cinderflame mitzunehmen, denn der braucht gar nicht mehr so mega viel bis Level 15 und jetzt steht ja auch das Vogelscheuchenrennen mal noch an. Ich dachte mir, das passt eigentlich ganz gut. Was nicht so ganz gut passt, ist das Set. Das, ja, mag ich jetzt nicht so auf ihm, aber Wayne ist mir jetzt gerade für den Moment mal egal. So, hi Alex, weiter geht's. Glaubst du, dass der Schlüssel zur Stadt auch das Vogelscheuchentor öffnet? Kann sein. Ich hab den Schlüssel noch. Versuch's also mal. Ich bewache so lange das Tor. Los, Cinder! Cinder? 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 Wie war das nochmal? Ich krieg gerade das Thunder von Imagine Dragons nicht mehr auf die Kette. Kann das eigentlich sein, dass die Geräusche von den Hufen wieder deutlich leiser sind als ganz am Anfang mal? Und ich habe den Spielsound definitiv laut. Keine Ahnung. Also manchmal verwundert mich das so ein bisschen. Ja, ihr seht es. Cinderflame hat nämlich schon ein Drittel von Level 14. Das heißt, es dauert halt wirklich nicht mehr so mega lange, bis der kleine Mann dann auch Level 15 erreicht. Ich finde es ja richtig gut, dass die Urpferde mittlerweile auch genauso schnell sind wie alle anderen Pferde. Das war ja anfangs nicht so. Da kommen ja jetzt auch demnächst nochmal neue. Ich weiß es nicht, ob sie jetzt diese Woche schon kommen. Aber kommen ja jetzt nochmal neue Andalusia-Modelle. Sehr, sehr schön. Ich bin momentan aber noch ein bisschen unentschlossen, ob ich eins kaufe und wenn ja, welches. So. Passt es? Scheint zu passen. So. Gut, aber das wäre doch eigentlich nochmal ein schönes Bild jetzt hier für die Folge. Finde ich. Wenn wir. Kriege ich das nicht heller, aber das hier ist ein cooler Effekt, vielleicht ein bisschen mehr Kontrast. Ich finde das ganz cool, oder? Ich weiß es noch nicht, ob das das Thumbnail wird. Der Hintergrund ist sehr, sehr unruhig. So. Tiffany, Pech, der Schlüssel funktioniert nicht. Was sollen wir jetzt machen? Okay, es funktioniert doch nicht. Typisch, der Schlüssel. Was ist denn los mit mir heute? Typisch, dass der Schlüssel nicht gepasst hat. Reite los und frage Bürgermeister Klaus, was das Problem sein könnte. Er sollte wissen, ob man das Tor mit Schlüssel öffnen können soll. Ich warte hier, bis wir wissen, wie wir das Tor öffnen können. Alles klar, dann machen wir uns mal auf den Weg. Die Musik spinnt auch, ja. Die Musik habe ich nämlich eigentlich auch an, aber ja. Musik und Star Stable, das ist ja schon seit geraumer Zeit ein Problem. Also man hört dann ja doch, guck mal, also wenn ich die Farbe, wenn er schwarz wird, dann finde ich das Set sogar ganz schick auf ihm. Gut, mein Pullover passt jetzt nicht zur Decke, dafür hätte ich dann eine blaue Decke gebraucht, aber gut. Und der kommt mir so flott vor. Ja, das Isländer, das ist ja das Isländer-Modell. Das kam mir aber schon immer relativ flott vor. Also damit reite ich auch sehr, sehr gerne Championate. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch auf diesem Account hier ein Isländer einziehen wird, wenn wir nach Epona können. So. Danke für den Schlüssel. Ich hoffe, ihr konntet das Tor öffnen. Ach so? Du kannst das Tor zum Vogelscheuchental nicht mit dem Schlüssel zur Stadt öffnen? Das stimmt. Ich habe das Vogelscheuchental vor ein paar Jahren abgeschlossen und den Schlüssel weggeschmissen. Ach, Klaus. Warum ich abgeschlossen habe und den Schlüssel weggeworfen habe? Früher war das Vogelscheuchental ein schöner Ort, an dem spannende Wettbewerbe stattfanden. Aber vor einigen Jahren erwachten die Vogelscheuchen zum Leben und wurden gruselig. Damit die Vogelscheuchen nicht rauskommen, habe ich das Tor mit einem anderen Schloss abgeschlossen und den Schlüssel weggeworfen. Das war vielleicht dumm, aber ich hatte Angst und konnte nicht klar denken. Du glaubst, meine Frau Pi hat die Vogelscheuchen zum Leben erweckt, um Leute davon abzuhalten, den goldenen Apfel zu finden und sie wieder nett zu machen? Interessant. Na gut.
Getan ist getan. Und du musst einen anderen Weg finden, das Tor ohne den richtigen Schlüssel zu öffnen. Es tut mir leid, aber wenn man Angst hat, macht man nicht immer das Richtige. Das sieht man momentan sehr, sehr gut an den Hamsterkäufen. Der Schlüssel ist von der langen Brücke gefallen und es ist sehr tief dort. Den bekommen wir also nie wieder. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie du zum Vogelscheuchental kommen sollst. Vielleicht kennst du jemanden, der so ein Schloss öffnen kann. Du siehst aus, als wärst du in Eile. Ist dir jemand eingefallen? Ich hätte jetzt auf Konrad... guck. Kann ein starker Schmuggler das Tor aufbrechen? Das ist natürlich auch eine Variante. Ja, auf zu den Schmugglern. Das wäre natürlich klasse, wenn die uns da weiterhelfen könnten. Schauen wir mal. Eieieiei. Ich dachte, wir könnten jetzt hier relativ zeitnah das Rennen reiten und ein paar Erfahrungspunkte abgreifen. Früher war das ja auch mal ein tägliches Rennen, das gibt es aber leider nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt genau die Begründung von Star Stable gewesen ist. Aber irgendwas war da gewesen. Irgendwas haben sie gesagt, warum sie das nicht mehr als tägliches Rennen anbieten. Wisst ihr das noch? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen. Huch, warum steht denn der draußen? Ja, toll. Ja gut, kann das sein, dass das irgendwie... Er hat auch noch eine Quest, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass Golden Hills überarbeitet wurde? Du schon wieder mit deiner vierfüßigen Landkrabbe. Bist du wieder hier? Ich finde, wir sehen uns ein wenig zu oft. Du verstehst, dass wir in Ruhe gelassen werden wollen, um nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen wie du. Wenn du verstehst. Was, du brauchst unsere Hilfe? Schon wieder? Mit einem Schloss? Jep. Du willst, dass wir dir dabei helfen, ins Vogelscheuchental einzubrechen? Klaus ist einverstanden? Okay, das ist aber das letzte Mal, dass wir dir helfen. Danach lässt du uns in Ruhe. Gut. Sprich mit meinem Kollegen Rob hier. Er hat einen Bolzenschneider, den er dir leihen kann. Sieh zu, dass du ihn sofort zurückbringst. Na klar. So. Rob hat ja auch noch die andere Quest. Machen wir die auch noch? Ich bin mir gerade unsicher, ob wir die machen. Ich Rob, hole einen Bolzenschneider. Rob sagt, okay. Okay, du leihst bolzigen Schneider von mich. Du kommst zurück zu mich mit bolzigen Schneider, wenn du fertig. Du, verstehen? Ja. Verstanden. So, die Quest, die andere, die nehmen wir jetzt aber noch nicht an. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das hier mit dem Vogelscheuchental. Immer schön der Reihe nach, Schrittchen für Schrittchen und nicht runtergucken. Wer von euch kennt Shrek? Wer von euch hat die Filme gesehen? Ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, ich fand, dass der erste Teil der beste ist. Ist ja oft so, wobei ich jetzt die Shrek-Teile generell nicht so schlecht fand. So, also. Okay, ich muss absteigen, um den zu nutzen. Das macht ja eigentlich auch wieder Sinn. Das vom Pferd aus zu machen, ist, glaube ich, schwierig. Mit ein wenig Mühe kannst du mit dem Bolzenschneider das Schloss öffnen. Das Beste ist, den Schneider so schnell wie möglich zurückzugeben. Dieser Rob wirkt komisch, man möchte ihn nicht verärgern. Besser ist es, das vor der Untersuchung des Vogelscheuchentals zu machen. Ja, also, bringt wieder runter. Wir bringen den Bolzenschneider zurück. Und wie gesagt, ich werde jetzt die nächste Quest dann gleich noch nicht direkt annehmen. Weil ansonsten haben wir wieder so ein questtechnisches Durcheinander. Dann habe ich hier wieder irgendwelche Quests, die jetzt gerade gar nicht so zur Story gehören. Aber ich möchte momentan, ich möchte momentan ganz gerne hier mal mit der Story weitermachen. Oh, guck mal, ein Herzchen. Bin noch nie aufgefallen. Dabei bin ich ja mittlerweile doch auch schon relativ häufig hier unterwegs gewesen im neuen Golden Hills. Ja gut, so oft auch noch nicht. Ich, Rob. Du, Pferd? Mein bolziger Schneider. Keine Kratzer. Gut. Rob zufrieden. Hau ab.
So ein oller Grießkram hier. Okay. Haben wir dann... Ja, jetzt haben wir da oben eine Quest. Wieder bei Linda. Gut, das heißt, dann können wir jetzt, denke ich, das Vogelscheuchenrennen reiten. Und hoffentlich den goldenen Apfel vom Baum pflücken. Ich weiß gar nicht mehr, ob jetzt erst noch irgendwas anderes gekommen ist. Oder ob wir jetzt direkt den Apfel pflücken können. Das wird sich rausstellen. Das werden wir sehen. Aber nicht mehr in der heutigen Folge. Denn für heute verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch am Mittwoch, ups, wieder mit von der Partie wärt. Und damit macht's gut. Bis dahin. Tschüss.